Schön, dass ich endlich mal wieder so deine Stimme hören kann, weil wir ja irgendwie seit 3 Tagen nicht mehr telefonieren konnten. Ja. Ich bin nicht deswegen traurig, ich bin traurig, weil ich... Seid ihr bereit für den ultimativen Reaction-Stream von Tanzerbot und Cried Lola? Ich wechsle jetzt hier. Ey, das wirkt so, als ob das mein allererster Reaction-Stream ist. Ich raste aus. Ey, mir fehlt irgendwie ein Ohrhörer. So, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Wir alle sind bereit. Viel Spaß, bevor das Video losgeht, natürlich lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal, aktiviert. Ja, das ist ganz wichtig. Warum ist das so verpixelt? Weil das aus einer Webcam, aus so einer Sicht raus kopiert wurde. Und deswegen. So, das ist ganz wichtig, bevor man weiß, wie gut ein Video ist, man liked es erstmal. Das ist immer ganz wichtig. Die Glocke, Leute. Lass uns kurz ein Video raussuchen, was ich essen kann, während ich so ein bisschen am Snacken bin. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Dating Show mit Knossi. Stefanie, wie alt bist du? 33. Okay, Dutschi, bist du ready? Soll ich doch irgendwie ein Halleluja? Ein Jahr jünger als du. Halleluja einspielen oder was, wenn die Kamera angeht? Komm. Oha. Oh Gott, wie unvorteilhaft. Steffi, was sagst du? Ja, hallo. Hallo. Was machst du so, wenn du da nicht im Chat rumlungerst? Eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Hauptsächlich, ja. Twitch, muss ich gestehen. Oh Mann, den will ich daten. Ey, melde dich mal bitte bei mir. Herzlich willkommen, Jasper. Du bist dabei. Stell dich vor. Hallo, ich bin der Jasper. Ich bin 15 Jahre alt. Next. Ey, gib mir eine Chance. Habe ich keine Zeit für. Hallo, Steffi. Hallo. Guten Abend, Leute. Wie geht's euch? Gut, und wie geht's dir? Hast du gute Laune? Ich habe brutal gute Laune. Bin gerade im Valorant drin. Muss mich etwas konzentrieren. Was ist das? Was ist das denn? Ja, das ist ein Spiel. Das ist so ein Ego-Shooter. Strubel, ne? Ich muss so lachen. Weißt du das? Warum musst du lachen? Digga, weil deine Fässchen so kacke ist, Mann. Ey, mich nervt das übertrieben. Weil ich einfach noch echte Geräusche höre. Normalerweise, wenn ich einen Reaction-Stream gucke, dann habe ich komplett die Geräusche des Dings. Und ich hör diesen Laptop rum, ich höre alle normalen Geräusche noch, weil ich nur einen Hörer willst drin habe. Willst du beide haben? Nee, alles in Ordnung. Sicher? Ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass meine Livestream-Experience stark einschränkt. Kannst du überhaupt dein Tablet sehen, alter Mann? Hashtag... Nur, das provoziert mich, wenn sowas Menschen machen, die noch volles Haar haben. Wenn ich... Oh, Alter! Alter! Was war das denn gerade? Junge! Ist es schlimmer geworden? Ja, guck mal, jetzt ist es schon besser. Guck mal, ey, guck mal, das waren nur die Haare, die lagen gerade falsch. Die Haare lagen gerade falsch. Hallo? Oh Mann! Ich spreche es aus. Ihr macht Fenster auf und schreit laut in die Nacht Clash of Clans. Schuhe, bist du dabei? Nein, Junge. Bro! Das ist ein Trend! Das ist ein Scheiß-Trend, du da wieder rein. Ich hab Strom, ich denk! So. Ich hab mir gedacht, ich mach hier das Scheiß auch mit. Hab meine Mutter gefragt. Clash of Clans! 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 Also wenn du so Nachbarhäuser siehst und da sind die Fenster offen und der Scheiß so auf der... Ja, du bist so dich doch dann einfach. Ah, das ist sogar schön. Na, hat er ja was Feines. Oh mein Gott, wir sind Kühe! Wieso kommt dieses Spiel immer wieder zurück? Ich raff es nicht. Junge, dieses Spiel hat schon vor meiner Geburt existiert. Es kommt immer wieder Phasen, weil dieses Spiel wird immer noch gespielt. Es kommen immer wieder neue Leute, die dieses Spiel spielen und immer wieder hypen damit. Aber das ist krass. So bei Abogogo läuft es ja auch wieder. Jeder kann Minecraft anfangen. Das ist so krank. Hast du jemals Minecraft gespielt? Ja. Viel? Die Haltung! Nein, nein, nein! Bruder, die haben doch keinen Platz. Die haben doch gar keinen Platz für nichts. Schieß doch auf die Kühe, Hauptsache wir haben so Essen. Du Allah, die sind im Keller, die haben kein Fenster. Die haben... Wollt ihr mich verarschen? Bruder, was glaubst du denn, wie das in echt aussieht von dem Fleisch, was wir essen? Wenn ich zu KFC gehe, ist mir scheißegal, wie das kommt. Lass ein bisschen größer machen, Rohan. Wacky. I don't know what the place, but the fishy on me.
damals, wo man noch jünger war und man einen weiblichen Charakternamen und einen weiblichen Skin gesehen hat, wenn die einen angesneakt hat, das hat schon was ausgelöst in einem. Ich verstehe gerade gar nichts. Also, ansneaken ist so ein Anmachen in echt. So wie du siehst süß aus. Ansneaken ist, dein Charakter ist normal und dann kannst du eine Taste drücken und dann ist dein Körper so und dann läufst du nur noch ganz langsam und das ist so ansneaken. Also so normalerweise ansneaken heißt so langsam von hinten ankommen, dass man nicht wahrgenommen wird. Weil wenn man dann sneakt, dann läuft man, ohne dass man gehört wird. Also bei Minecraft jetzt. Ja, genau. Und wenn ein weiblicher Charakter dich damals angesneakt hat, dann war das so ein Flirten gewesen. Und dann hat das irgendwas in einem Mann ausgelöst, wenn du einfach von einer angesneakt wirst. Das ist Flirten, ansneaken. Deswegen auch hier, die sind gerade auf einem Minecraft-Bett und Rohat wird hier gerade angesneakt. Ja. Ich habe das Spiel nie gespielt, deswegen verstehe ich das leider nicht. Ja, aber ansneaken versteht man doch. Also, ja. Guck mal, die Leute wissen auch alle Bescheid, so, weil wir alle das durchgemacht haben. Wir haben alle schon unsere erste Freundin bei Minecraft gehabt. Alter. Ich habe ein bisschen Weizen jetzt für unser Lager geerntet. So, jetzt hier. Ist das richtig, Chat? Ey, ich pflanze gerade wieder uns Essen an. Ich küsse dein Herz, Bruder, machst du sehr stark. Wenn du drauf hüpfst, wächst er schneller. Oh. Verstehst du es? Aber die wachsen ja schneller als die hier. Das ist Saat. Du kannst es, also du musst mit so einer Hake musst du. So, und dann kannst du darauf Saat machen. Und wenn du raufspringst, dann machst du die Saat kaputt. Ach, die sind kaputt? Genau, die und dann, die meinen, dass es schneller genau. wächst. Oh nein, wie deswegen, gemein. Da wurde er gerade verarscht. Ich hatte es auch geglaubt. Mich verarscht? Ein Noob, der am Spielen ist. So fast, als würde ich Sascha zuschauen. Und heute gibt es eine Runde Minecraft. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Also ich habe das Parfüm. Ich dachte, am längsten hält es, wenn ich mir so auf meiner Haut sprühe. Dann rieche ich es auch heute Nacht noch. Deswegen habe ich mich jetzt gerade mit meinem Parfüm eingesprüht. Und ich rieche jetzt nach Kilian. Aber dann habe ich es heute Nacht vielleicht noch. Memo. Na warte, da wird sich Lola freuen, wenn ich dir sage, dass ich 12 Stunden gestreamt habe, wie ich ihr dabei zugucke, wie sie schläft. Lola, aufstehen. Zauber Kilian auf 360p, aber er ist immer noch ultra scharf. Schön, dass ich endlich mal wieder so deine Stimme hören kann, weil wir ja irgendwie seit 3 Tagen nicht mehr telefonieren konnten. Ja. Ich bin nicht deswegen traurig, ich bin traurig, weil ich wieder zu Hause sein will. Ja, das verstehe ich. Deutschland ist halt besser als jedes andere. Nein, es geht nicht um Deutschland. Portugal war schon schön, das stimmt. Stimmt, bist du mit deinem neuen Handy zufrieden? Ja. Brauchst du noch ein hübsches Hintergrundbild? Nein, ich lasse es immer Standard. Och Mann, hätte ich diesen Ton von Anfang an bei meiner durchgesetzt, hätte ich heute diese Sorgen nicht. Aber es war eine andere Zeit. Vor 2 Jahren. Knossi. Grüße geht raus an dich, Mann. Ich habe aber heute habe ich mein Profilbild so. Hintergrundbild. Mein Hintergrundbild auch. Das ist Lola. Das soll symbolisieren, wie wir uns in Amsterdam getroffen haben. Abstrakt, ja. Das ist ja richtig gut programmiert. Oh mein Gott, wie geil, EA. Ey, darf ich EA-Partner werden? Guck mal, der Ball kommt mit 90 km/h. Der wird jetzt weggefäustet. Der kann nicht so weit liegen bleiben. Was? Das ist ein X-Pass zu Zidane. Klippen. Was ist deiner Meinung nach von der Geldverschwendung extremer? Clash of Clans, Clash Royale oder FIFA? Ja, 100% FIFA. Hä? Das kommt doch jedes Jahr neu raus. Das ist eine dumme Frage. Clash of Clans gibt es seit 10 Jahren. FIFA wird von Jahr zu Jahr schlechter und... Hä? Da ist auch noch Casino drin. Hier ist ja ganz klar. Willst du die Mauer hochziehen, kostet 23 Euro. Drückst du ja. Lel. Ach, das ist der Typ, dieser Lel-Typ. Lel. Lel. Ach da. Das letzte Mal, wo er bei Satter Hugo war, habe ich gefragt, ey, wer ist denn das? Und das ist einfach Butzer, der schon 3 Jahre Mod bei mir ist. Und ich frage, hä, wer ist denn da? Das ist dein Mod. Ja.
Ja, ja, anderes Thema. Zigger der Junge, Alter. What am I supposed to do when the best of me was always you? Emilian? Boah, was war das gerade für eine Baba-Uhr, die er getragen hat? Emilian ist der Bruder von Kilian. Und dann baller ich mir Linia. Was ist denn Bruder? Zu sein. Ich kann ja nichts hören. Ich bin nicht der einzige Kilian auf der Welt. Ja, viele haben mir unterstellt, Trimax ist ja... Es so sei, damit mir abhängt, das ist eine Lüge. Jetzt kommt erst Minecraft Dungeon. Ja, jetzt kommt noch Minecraft Dungeon. Ja, dann ich geh, dann ja, drauf, Digga, dann geh ich Kors pissen, bis gleich. Gurken an für sich? Ja, Gurken Alles gut. Was meinst du? Kleine Gewürzgurken gefallen mir. Gurken kenne ich nicht. Ja, Gurken, ja. Kurz. Auch mit O? Er hat sich so beeinflussen lassen von allen Leuten. Er ist so eine FIFA-Sparte. Ich glaube, FIFA 23 tut dir nicht gut. Bitte, Max, finde wieder zu dir. Nie wieder FIFA. Und ich versuche nächstes Jahr noch mehr Streamer dazu zu bekommen, das auch zu boykottieren. 21.000 Euro ausgeben, fast nicht gezockt. Deine Flinke. Oh Mann, die ist ja so nervig, die K***a, Digga. Was soll denn das, Mann? Wie klein will die Hitbox sein? So klein wie ApoRed's Kontostand. Einfach nicht vorhanden, Alter. Cool, also. Aber ihm läuft auch gerade, also bei ihm auch, ich habe auch gesehen, der hypt auch gerade extrem. Aber Allotrix, ist das so krank. Er spielt ein Spiel, 13.000 Leute gucken ihm dabei zu. Es ist kein Hype-Spiel, es ist kein gar nichts. Allotrix hat gerade einen Hype geschaffen, den kaum jemand so nachgemacht hat. Weil er spielt ein Spiel, was keinen Hype hat, was niemanden interessiert. Und die gucken dabei 13.000 Leute zu. Und der hat Sub-Rekorde und alles. Das ist so krank. Und deswegen hier mal krassen Respekt geht raus an Allotrix, der sich auch... der komplett sein Ding macht, auch zu Dingen steht und Werte vertritt. Krasser Typ. Wirklich, muss ich einfach mal sagen. Digga, er spielt ein Story-Spiel, wofür sich normalerweise niemand juckt. Ja, das Spiel ist geil, aber trotzdem, der macht Zuschauerzahlen, erreicht er damit, die schaffen andere mit Hype-Spielen nicht. Das ist crazy, was der gerade macht. Aber ich finde ihn generell auch mega sympathisch. Ja, also, 100%. Ja. Ey, der damals schon, wo er noch jeden beleidigt hat und wirklich ausgerastet ist. Junge, der hat mich geprägt, dieser Typ. Und seitdem habe ich einfach einen übelsten geistigen Schaden, aber ist mir egal. Erst seitdem. Darf ich einmal drücken? Oh, ich will das einmal machen. Es geht jetzt weiter. Ich drücke jetzt einmal drauf. Und zack, kaputt. Aus Versehen mein Fenster zerstört. Oh, Junge, nein! Oh, Alter, dieses Fenster! Hat das wirklich kaputt gemacht? Boah, hast du mein Fenster zerstört? Ja, guck mal, ist ja eine Story. Junge, dieses Fenster war schon längst überfällig. Was ist das denn hier, Alter? Junge! Hä, was hat er geworfen? Weiß ich doch nicht. Also diese ganzen Streamer, die irgendwas werfen oder irgendwo gegenschlagen und dann so, hä, als ob das davon kaputt gehen kann. Hey! Lola, du wurdest gerade im Streaming-Bereich Reaction-Bereiches, wurdest du gerade sozusagen. Weiß nicht. Also. Besser nicht sagen. Aber wir wissen alle, was du meinst, ja.